Die Prophezeiung beinhaltete die Worte, dass wenn sie bereuen, der Fluch und die Bedingungen ungültig seien und Allah sie vergeben wird. Mohammed die Begum war bereits verheiratet. Hätte die Familie nicht bereut, wäre sie verwitwet geworden. Aber durch Reue und den Beitritt zur Islam Ahmadiyyat lebten sie glücklich. Hazrat Ahmad a.s. sagte selbst, als diese Leute die Bedingungen erfüllten und der Schwiegersohn von Ahmad Beg Angst bekam und bereute, wurde die Heirat aufgehoben oder verschoben. Heute sind die Nachkommen von Mohammadi Begum in verschiedenen Ländern verteilt und gläubige Mitglieder der Ahmadiyya Muslimgemeinde. In den Prophezeiungen war deutlich die Bedingung gesetzt worden, dass wenn sie bereuen, Allah barmherzig sein wird und vergeben wird. Hazrat Ahmad a.s. erklärte deutlich in seiner Offenbarung, wenn sie bereuen und sich reformieren, werden wir uns barmherzig zeigen und die Strafe abwenden. Sie können wählen, für was immer sie sich entscheiden. Auch wenn diese Bedingung nicht gestellt wäre, wäre es klar, dass durch Reue vergeben wird. Jeder kennt die Geschichte, als Hazrat Yunus a.s. zu seinem Volk sagte, dass Allah ihn mitgeteilt hat, ihr werdet den nächsten Tag nicht mehr überleben, und später enttäuscht gewesen ist, als sein Volk am nächsten Tag immer noch lebte. Hazrat Yunus a.s. ging weg, wurde vom Fisch verschluckt, bereute im Bauch des Fisches und wurde errettet. Allah klärte ihm auf, dass sein Volk nicht vernichtet wurde, weil er es bereut hatte, obwohl in der Prophezeiung, die Hazrat Yunus a.s. machte, die Bedingung der Reue nicht vorkam. Will Herr Hamza sich jetzt auch etwa über Hazrat Yunus a.s. lustig machen, dass sein Volk trotz der Todesprophezeiung immer noch glücklich weiterlebte? Will Herr Hamza sich etwa auch über folgende Verse des Korans lustig machen? Wer aber nach seiner Sünde bereut und sich bessert, gewiss, ihm wird sich Allah gnädig zukehren, denn Allah ist allvergebend, barmherzig. Und bestimme für uns Gutes in dieser Welt, sowohl wie in der künftigen, denn zu dir haben wir uns reuig gekehrt. Er antwortete, ich treffe mit meiner Strafe, wen ich will, damit ich ausdrückt, dass Gott nicht wahllos straft, sondern nur den, der die Strafe auf sich gezogen hat. Doch meine Barmherzigkeit umfasst jedes Ding. So werde ich sie bestimmen für jene, die recht handeln und die Zakat zahlen und die an unseren Zeichen glauben. Herr Hamza sprach weitere Lügen, die ohne Grund und Boden sind. Dass er, also durch die Verliebtheit war er fertig, war zusammengebrochen. Die hieß Mohammed Begum. Und er wollte sie unbedingt haben. Das Ganze lief so, dass er erstmal verliebt war an ein Mädchen. Er hat alles Mögliche versucht, er hat es immer gescheitert. Die gleichen Beschuldigungen sprechen die Christen gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, als dieser zum Beispiel einer Jüdin Heiratsangebot machte und sie es immer wieder ablehnte. Wenn eine Gesellschaft voller Freizügigkeit ist, von Prostitution und Mutter verseucht ist, dann können anscheinend diese Menschen in Gottes Gesandte auch nichts anderes sehen als ihre eigene verseuchte Sichtweise. Wir können nur hoffen, dass Herr Hamza selbst bereut und von Lüge ablässt. देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया।